Kamera ab! Klappe! Action! It's a god-awful small affair. Hallo, schöne Frau. Hallo, hübscher Mann. Licorice Pizza handelt von zwei Menschen, die nicht ahnen, dass ihre Begegnung ihr Leben zum Besseren verändern wird. Gut, manchmal auch schlechter. Gary kann nerven. Aber ich liebe ihn. Warum habe ich dich noch nie gesehen? Warum sind wir uns nie begegnet? Jetzt hör auf, hier so rumzuschleimen. Gary Valentine. Ich kenne niemanden, der so übertrieben selbstbewusst ist wie Gary Valentine. Du denkst, die ganze Welt dreht sich um Gary Valentine. Tut sie. Tut sie nicht. Tut sie. Alanas Leben ist unbeständig, während Gary geerdet und eigenständig ist. Aber er ist ein Teenager. Eine großartige Freundschaft. Wenn sie nicht zusammen sind, sind sie unglücklich. Ich glaube, er vermisst dich. Das hat er gesagt? Nein, aber er sah ziemlich traurig aus. Es gibt unglaubliche Performances. Er kommt mit Vollgas rein! Weißt du, wer ich bin? Ja. Weißt du, wer meine Freundin ist? Barbara Streisand? Barbara Streisand. Sand. Sand, ja, wie Sand. Wie am Meer, wie Barbara Streisand. Nein. Der Film ist ein Liebesbrief ans Valley. Er spielt 1973, der Zeit von Wasserbetten, Flipperautomaten und einer nationalen Ölkrise. Da ist kein Spritto in dem scheiß Auto, Steve-O! Es geht um zwei Menschen, die nicht zusammen sein sollten, aber trotzdem einfach nicht ohne einander können. Zwei Menschen auf einer gemeinsamen Reise, das macht Spaß. Oh, Alana! Hardcore! Man weiß nie, was als nächstes passiert, und das ist gut so. Ich werde dich nie vergessen. Genauso wie du mich nie vergessen wirst. Sicher.